Ah, jetzt hört man mich. Also, schönen guten Morgen, ist zu spät, Mahlzeit, sagt man bei uns. Ja, ich bin erstens gekommen, weil der Robert irgendwie gezwungen hat und zweitens, weil ich dem Herrn Danzer, vom Herrn Danzer auch eine kleine Küche zu Hause stehen habe und mir gedacht habe, ich koche mal wieder mit ihm zusammen. Macht Spaß, wir machen einen gebratenen Spargelsalat. Sie alle kennen den Spargel gekocht als Vinaigrette, als Suppe, mit Sauce Hollandaise, mit Bozner. Und das ist jetzt eine eher kurze Variante, kleine Vorspeise, sage ich mal. Er wird ganz kurz angebraten, wird während des Bratens ein wenig gezuckert, dann glänzt er schön. Den haben wir am Kaffeestand gerade geholt. Deswegen haben wir jetzt vom Kaffeestand den Zucker holen müssen. Also wir empfehlen den Kaffeestand der Firma Dannhäuser draußen vorm Zelt. Bedanken uns und bedanken uns für das Sponsoring. Spargel verträgt eigentlich vergleichsweise viel. Den Spargel kann man sogar panieren und frittieren. Man kann ihn im Ofen mit Käse überbacken, mit Parmesan oder so. Und das finde ich ein ganz nettes Rezept. Es geht sehr schnell. Ich habe nur in so schräge Stücke geschnitten, einfach aus optischen Gründen. Und dazu gibt es einen Saibling, der ist immer noch ein kleines bisschen gefroren. Das wird noch. Das wurde schon diskutiert, dass der Mali schneidet seinen Spargelfrei schräg. Ja, also war alles aufmerksam beobachtet. Alles in Halsbruck. Schaut mal schon drauf, was die anderen Bürgermeister machen. Ganz genau. Schneidest du deinen Spargel auch schräg? Meistens dann erst, wenn er fertig ist am Teller. Also die Variante kenne ich dann doch weniger. Ich mache das eher dann im Ganzen, wenn ich es mal mache. Muss ein bisschen aufpassen, weil meine Tochter da steht. Wenn ich jetzt zu viel erzählen würde, dass ich ganz oft Spargel schäle, dann würde sie vehement widersprechen und hätte dabei auch recht. Also ja, auch deine Tochter gehört ja zu den kompetenten Kochteilnehmern, denn sie war ja Minikoch auch, ne? Das war die andere, aber sie lernt jetzt ganz professionell wirklich Köchin. Noch professioneller, cool. Und da stehen zwei junge Köche nebeneinander. Die schauen jetzt dem Uli auf die Finger und deshalb halte ich mich jetzt noch mehr zurück. Ja, gerne Platz nehmen. Also wir haben noch einige freie Plätze. Wir hoffen, dass wir so viele Portionen rauskriegen, wie wir Plätze haben. Es gibt ein Verkostele, weil der Fisch etwas kalt wurde. Ein kleines Missgeschick in unserer Küche. Wir haben dann gezuckert, damit er glänzt. Danach habe ich ihn gesalzen, das haben Sie gesehen. In dem Augenblick, wo man salzt, hört er das Braten auf. Der soll ja nicht keine Kruste kriegen, sondern nur garen. Und jetzt wird ein bisschen Orangensaft zugegeben, weil es ja eigentlich ein Salat ist. Und ein kleiner Hauch von einem weißen Balsamico, einem guten weißen Essig, Apfelessig tut es auch. Jetzt muss ich aufpassen. Robert, du kannst vielleicht schon Besteck herrichten ein bisschen und haben wir es serviert. Dann noch kurz ziehen lassen, er soll knackig bleiben, aber natürlich die Aromen annehmen. Servierten, ja, egal. Rote Servierten, ja, wir haben, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, wir haben rote Servierten organisiert. Oder Rot-Weiß für Franken ist noch besser, ja. Ist die Fahnengeschichte ausgestanden? Ja, ja. Was kam dann raus? Ich weiß nur, dass es in der Diskussion war mit dem fränkischen Rechen auf der Burg. Nein, oder die Nürnberger Fahne ist kein Rechen. Die Nürnberger Stadtfahne ist Rot-Weiß, zwei Blöcke, einfach, mit dem kleinen Stadtwappen drin und die hängt jetzt. Aber auf unserem Teil der Burg. Aber das war ein langer Weg dahin, oder? Ja, die Burg hat ja nicht dem Herrn Söder allein oder dem Freistaat Bayern und auf unserem Teil hängt die Nürnberger Fahne, wie sich das gehört. Sie, und wem gehört was? Welches Stück? Die Kaiserstallung ist reichsstädtisch, aha, also das große Gebäude, wo die Jugendherberge drin ist. Und der linke Teil, der Kaiserburg genannte Teil, wo der große Rittersaal drin ist und die Doppelkapelle ist staatlich, freistaatlich. Ah ja. Und da hängt die bayerische Fahne und im anderen Teil Nürnberg. Na Gott sei Dank. Das ist ja. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Naja, ich mache jetzt mal nicht zu viel Werbung. Wir schauen mal, wie wir mit den Portionen unserem kalten Fisch. Aber wir hatten dann Glück, der kalte Fisch sieht natürlich am Foto auch sehr gut aus. Das heißt, das ist der Saibling, natürlich Heimat auf dem Teller von der Fischzucht Rau. Das ist Mitglied von Heimat auf dem Teller. Heimat auf dem Teller ist eine Vereinigung, die sich in unserer Region gegründet hat, aus Köchen und aus Direktvermarktern. So, wir können vielleicht den Teppan schon mal starten. Okay, der Teppan ist schon heiß. Ist schon heiß, okay. dass wir an irgendwas gedacht haben, hatte ich gehofft. Dann könnt ihr den Fisch salzen und pfeffern. Ja.
So, das ist der Teppanyaki. Tetsu ist übrigens japanisch und heißt Eisen. Pan heißt Platte. Yaki heißt gebraten. Und Tetsu und Pan wird assimiliert zu Teppan. Und deswegen heißt das Ding Teppanyaki. Wird aber in Deutschland hergestellt. Und Sie kochen viel drauf? Ich koche oft drauf, wenn ich größere Mengen Fleisch braten muss. Ansonsten ist es die Pfanne. Herr Mali, was mich interessiert, Sie sind Oberbürgermeister von Nürnberg und das ja durchaus engagiert und auch von Parteigegnern anerkannt. Wie kam das dann mit dem Städtetag, diesen Vorsitz? Wie kann man das machen? Sie haben ja eigentlich schon einen Job. Wie kriegt man den zweiten? Wie wird denn sowas? Wie löst man denn sowas? Ein Ehrenamt, das auch nicht wirklich gewählt wird, muss man ehrlicherweise sagen. Die großen Parteien vereinbaren, wie man wechselweise sozusagen den Städtetag führt, damit es nie eine Parteiveranstaltung wird. Und da bin beim Deutschen Städtetag und beim Bayerischen zufällig jetzt zeitgleich ich dran. Das gibt es normalerweise eher selten. Bei mir hört aber im Deutschen Städtetag das jetzt auch im Juli auf. Da bin ich jetzt auch ganz dankbar, weil so, wenn Asylgipfel in Berlin sind, dann gibt man schon mal 20 Interviews an einem Tag. Und irgendwann kannst du dich selber nicht mehr hören, weil die Journalisten stellen ja alle die gleichen Fragen. Das heißt, man muss immer die gleichen Antworten geben. Meine Pressesprecher steht daneben und lacht am Schluss. Vorhin hast du es ein bisschen eleganter gesagt. Ja. Nimm doch die Variation von heute früh. Ja, was machen wir damit jetzt? 80 Grad in den Dampfgarer, ohne Druck. Salzen, pfeffern? Salzen. Salzen und 80 Grad und wie lange? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, den Versuch zu unternehmen, für die Städte was zu erreichen. Bei dem Asylgipfel, wo wir jetzt nicht dabei gewesen sind gestern, haben sie aber all die Dinge besprochen, von denen wir vorher gesagt haben, dass sie sie besprechen müssen. Und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass das für uns auch ganz gut ausgeht. Wie lange, Herr Mali? Denn? Das ist eine gute Frage. Wir machen einmal 5, höchstens 6. Ja, 6 Minuten hätte ich. Mach mal 6, er war ja ein bisschen kalt. Ja, zu dem Thema vielleicht Vorsitzstädtetag, ja, da ist der Uli Mali, wie er halt ist, nämlich auch sehr, sehr bescheiden. An der Stelle sollte man vielleicht schon mal erwähnen, dass zumindest auf bayerischer Ebene die zweite Amtsperiode vom Uli Mali deshalb so gewählt worden ist und er gebeten worden ist, weiterzumachen, weil gerade die kleineren, er sprach jetzt von den größeren Parteien, die kleineren Parteien organisiert in der dritten Gruppe der festen Überzeugung waren, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Und deshalb darf er das auch ein bisschen länger machen als vielleicht andere. Stimmt. Also eigentlich hätte die SPD gar kein Vorschlagsrecht mehr gehabt. Ja. Aber die dritte Gruppe, zu der der Robert gehört, hat gesagt, ich soll weitermachen. Das hat jetzt nicht allen bei der CSU gefallen, aber am Ende haben sie es dann doch akzeptiert. Es war eine gute Entscheidung, die wir getroffen haben. So, wollen wir hier anrichten? Ja. Nochmal einen Grün. Was suchen Sie? Einen Löffel für einen Ja, ich nehme den. Das heißt, Sie wechseln zwischen Berlin und Nürnberg regelmäßig? Ja, ich bin vielleicht einmal im Monat in Berlin. Einmal im Monat? Ja, zweimal im Monat, zwei, dreimal im Monat in München. Berlin ist mehr Interessensvertretung, in München geht es um handfeste Sachen. Da wird auch über Geld verhandelt mit dem Freistaat Bayern. Könnten eigentlich zwei Nürnberger auch unter sich ausmachen, Söder und ich. Aber genau. Wir nehmen die anderen dann auch mit. Ja, dann dürfen trotzdem mitreden. Ja. So, sollen wir da schon. Geschichte. Ja. Fängst du so rüber, glaube ich, machen wir es, oder? Kommst du da rüber, Robert? Ja. Dann okay. So. Praktizieren Sie Ihren Fisch drauf? Machen wir den anderen dann als zweiten Gang, weil ja der braucht noch ein bisschen. Mach mal einfach so jetzt mal die erste Runde, oder? Dass ja. Das schon was gibt, ne? Okay. Pass auf, ich stelle den da hin. So. Und dann verteile ich das mal. Entschuldigung. Wir haben. So. Gibt es Vegetarier, die es ohne Fisch wollen? Ging erst die Damen natürlich, ne? Ja. So. Wir haben nicht nur den Oberbürgermeister aus Nürnberg da, wir haben auch die Presse aus Nürnberg da. Der Udo Dreier von Bayern Press
reist mit Ihnen, oder? Manchmal, ja. Aber nicht nur, das wäre ja schrecklich für ihn und für mich. Ah, jetzt schaut mal, der Robert. So, jetzt versuche ich das mal so richtig zu machen. So in der Theorie weiß ich das ja, wie es geht. Bitteschön. So, bitteschön. Guten Appetit und lieben Gruß aus der Küche von unserem Chefkoch Dr. Uli Mali. Guten Appetit. Die Tür gehört übrigens auch zum Konzept hier. Die ist nämlich, wir haben die Miniköche, wir haben Heimat auf dem Teller und wir haben auch unsere heimischen Künstler. Die Ute Plank als Künstlername bzw. Ute Scharrer hat unsere Front gemalt. Also wir haben versucht, hier auf der Hersbrucker Gewerbeschau wieder alles zu verbinden. Das Holz aus der Region, das ist übrigens der Kirschbaum aus Lilling, in dem wir hier kochen. Sie haben Ahorn, oder? So, bitteschön. Guten Appetit. Genau. Noch ein Stückchen knusprige Haut. So. Glaube ich, sind alle gut versorgt. Wunderbar. Also Uli, herzlichen Dank. Ich probiere jetzt mal, was du so gezaubert hast. Super. Sind Sie soweit zufrieden? Dann herzlichen Dank an Dr. Ulrich Mali. Es gibt noch ein bisschen was. Und für die, die noch wollen. Also allen Respekt an den Kollegen Uli Mali. Schmeckt hervorragend. Dankeschön. Dankeschön. Zum Wohl. Danke, Robert. Jetzt kann ich Ihnen vielleicht noch eine Geschichte erzählen, das noch deutlicher macht, wie belastbar der Kollege Uli Mali ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich ein paar Mal und auch der Herwig Danzer nachgefragt haben, was er denn heute gerne kochen möchte. Dann hat er gesagt, melde ich mich schon, ich habe da schon eine Idee und ich mache das schon. Und als wir uns gestern Nachmittag in Nürnberg getroffen haben, beim gemeinsamen Termin, hat er dann zu mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, müssen wir noch was besorgen jetzt für morgen? Da sagt er, nee, das bin ich im Zeitplan. Ich gehe jetzt dann im Anschluss zum Einkaufen. So war's. Also er kauft dann auch selber ein, bringt die Sachen mit. Das ist ganz toll. Ein Schirmherr, der die Sachen selber besorgt und mitbringt, den haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt, so in der Form. Ne?